Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich muss den letzten Part leider wieder früher beenden, da meine Festplatte wieder mal voll war. Und wir haben jetzt ein paar Räuber bei den Ruinen gefunden. Aber wir wollten ja eigentlich nur hier rein. Halt, stopp. Ja, hier, komm. Der sagt mir, ich soll hier irgendwie das noch was machen. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Es geht wirklich. Lol. Was, wie? Seid beide nicht tot? Erstmal bitte geplündert. Schild useless. Wir haben ein legendary Schild. Diese Männer, sie waren Wap-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Tja, wenn sie Bibis Song Wap-Bap gehört haben, dann haben sie bestimmt Selbstmord begangen. Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Ah, die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Ein Gebet. Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Okay, können wir jetzt zum anderen zurück? Ist das hier drinnen? Ne, das ist draußen irgendwas. Okay, dann machen wir die Schnellreise. Ah, Bayek! Ich gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ah, ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück.
Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebefer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Okay, dann werden wir uns jetzt um die nächsten Optionen kümmern. Was ist am nächsten? Die Hyäne. Reisen nach Gizeh. Das war gleich unten, ne? Ja, genau, das war unten. Da kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Dann gehen wir in diese Richtung. Hier runter holen uns den Schnellreisepunkt und dann schauen wir mal hier so rum und rüber und runter und dann wird das schon. Ja. Also, außerdem habe ich hier noch gar nicht geguckt. Legt nichts rum. So ein Mist. Guck. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Was? Ich weiß zwar nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Aber okay. Hey! Schild und Holz. Sehr schön. Halt, stopp, ist doch ein bisschen plündern. Können wir den Tod sparen? Hey, was? So, hier müsste irgendwo der Schnellreisepunkt sein. Ich nehme an, hier oben. Genau. Und hopp. So, war das jetzt hier? Da erst. Wow. So, mal schauen, ob wir da hinkommen oder ob da jetzt eine schwarze Mauer ist. Weil ich da noch nicht hin soll. Ja, doch, ich bin da hin. Da ist wieder so ein goldenes oder so ein glänzendes Fragezeichen. Das habe ich letztens schon mal gesehen und... Wow. Okay, ich mache mal kurz einen Cut, dann lasse ich mich mal dahin chauffieren und dann sehen wir uns mal bei diesem komischen Fragezeichen. Okay, wir sind jetzt anscheinend direkt über diesem komischen Fragezeichen.
Komm her. Du musst schon blocken, wenn ich das sage. Noch weiter runter, um dahin zu kommen. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Aha. So kommt man da runter. Das letzte Mal, wo so ein anderes Fragezeichen war, das war beim Pferde, bei dem Rennen. Eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Schon mal ein Schatz. Okay. Du sollst dich nur daran stellen. Okay. Noch ein Schatz. Da hinten weiter oben ist irgendwas. Aber die Markierung zeigt immer noch nach unten. Also, hier vielleicht? Was ist das für ein Riesentempel wieder? Uiuiui. Kim zeigt nach da. Bei Amun. Was ist das? Ich weiß nicht, ich kann nicht so weit gucken. Angestrahlt. Das zeigt mir immerhin noch nach unten an. Geht das an? Das geht an. Du auch? Ja. Ah, das weiß ich, was es ist. Das wird mir schon mal gespoilert. Das zeigt diese diese Sternbilder an. Das ist hier eine große Map. Und wenn man denen nachgeht, dann weiß man, wo diese Sternbilder Quest einen hinführt. Wirklich noch weiter.
Ah, da ist der letzte Schatz. Diadem. Okay. Sphinx Geheimgang. What the fuck? Ich bin mir noch nicht bei dem Fragezeichen. Das. Ja. Hm. Ich nur wieder rum. Wir waren vorhin direkt drüber und jetzt soll es immer noch so ein bisschen schräg unter uns sein. Ja, es sollte hier noch unter uns. Hier ist doch nichts mehr. Oder kann man hier hochklettern? Ah, hier kann man nochmal hoch, oder? Hm. Das ist auf jeden Fall so ein... Okay. Ist hier der offizielle Ausgang oder so? Kann das sein? Ich hoffe. Haben wir ein Problem. Du gehst auch nicht an. Lol. Da ist irgendwas. Sind wir jetzt wieder vorne beim Ausgang? Ja, ne? Ja. Leute, okay. Ich habe irgendwas gefunden. Nicht das, was ich gesucht habe. Das zeigt man, dass das genau unter mir ist. Ist das oben irgendwas? Okay, vielleicht können wir das auch noch gar nicht machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, mein Freund hat mir nur erzählt, dass es einen Raum gibt, wo eine Karte angezeigt wird mit allen Punkten, wo man diese... Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodorus Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Erstmal gucken, ob man Sachen einstecken kann hier. Lass mal die armen Händler beklauen. So. Bist du der Kontaktmann? Willkommen bei Merets Warenreisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig.
Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Hier, deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. Schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Du holst es mir zurück. Wenn Apollodorus weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Lol. Okay. Wo müssen wir... Ach, ist das wieder... nochmal kurzer Cut, dann sehen wir uns gleich da. Okay, wir sind da und... Hier gibt's auch gleich wieder eine Menge Ärger. Hier müssen auch irgendwo zwei Schätze versteckt sein. Da ist eine Treppe, okay. Die irgendwo hingeht. Oh mein Gott, hier habe ich sehr viel zu tun. Bleib stehen und stirb. Hallo? Verarsch mich doch. Verdammt! Da bist du! Kann wohl nicht sein, ey. Nee, was? Oh nee. Was ist los, Bursche? Gucken wir erstmal, wo das hier hingeht. Bist du ein Freund von Meret? Na, wohl kaum. Nur ein notgedrungenes Bündnis. Meret hat nicht oft Beschützer als Verbündete. Er traut den Behörden nicht. Aber er zahlt gut. Und nur wenige in Gizeh zahlen überhaupt. Man kann dem Sand in der Hand nicht trauen. Was könnt ihr mir über die Hyäne sagen? Diese Halicet? Ein falsches Wort. Und wir sind Hyänenfutter. Netter Versuch. Komm mit. Sei wachsam. Wir müssen ein Pferd zurückholen. Erstmal brauche ich ein bisschen Geld. Kamen die Beschützer denn hier unten rein? Ach, okay. Hier hinten wäre man reingekommen. Ich bin natürlich gleich oben rüber gegangen. Ja. Oh,
Schatz haben wir gefunden. Ah, ist nichts mehr. Dann können wir jetzt wieder raus. Für Höhlen habe ich heute genug. Ach, da gibt es jetzt richtig was zu tun. Also. Stellen wir das am dümmsten an, da wieder hoch. Ach, sie fangen alleine an zu kämpfen, ne? Das habe ich natürlich nicht bedacht. Dass die alleine Trouble anfangen. Ich erschieße ihn! Und das Glas. Was wollt ihr denn von mir? Hab ich euch gerade was getan? Ich glaube nicht. Bist du schon müde? Hab ich dich! Ich kann ihn treffen! Oh, der ist weggeflogen. Was? Wo hast du denn einen brennenden Pfeil her? Bist du behindert? Dafür lass ich dich leiden. Was? Warum brennt er? Und wo haben die brennende Pfeile her? Das hab ich nicht. Voll zerfetzt den Typen. Ach, da kommt noch einer. Der kann da bleiben. Der sucht immer noch. Den, der auf ihn geschossen hat. Jo! Natürlich! Leggy! Also sowas mag ich ja. Leggy, leichter Bogen. Gesundheit bei Treffer. Dieser leichte und kostbare Bogen ist der Favorit der Streitwagenlenker. Das heißt, ich heile mich, wenn ich mit dem schieße? Alter, Schussfrequenz von 4. Mit dem ich schieße, der hat nur 2. Was? Hier, Junge. Friss Leggy. Wer gehört dir? Stirb, du Sau! Alter. Maschinengewehr OP, Junge. Geil, geil. Alarm! Alarm! Er macht der Alarm, hat die Taue. Was? Was? Ich. Friss Pfeile. Hilfe anbieten. Mach Jessen! Mahanahed! White Amunur hast du! Hey, wer war das? Du kannst nicht fliehen! Das muss Merets Pferd sein. Leider hat er mir verschwiegen, dass seine Kunden Banditen waren. So, was brauchen wir noch? Hier.
Fertig. Halt, stopp. Alles schön mitnehmen. Oh, da gibt's noch. Nicht, dass wir was vergessen. Läuft, ey. Headshot. Alter. Wow. Gerade hat das Spiel angefangen, mir nochmal um einiges mehr Spaß zu machen. Okay, dann reite ich mal wieder zurück. Der Zeit, ich muss weiter. Oh. Du bist zurück. Lass sie mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Gut. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist, treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Was macht der NPC da mit dem Speer, Alter? Warum Stirb rennt der nicht dauernd da draußen. Ins Bild rein und raus? Wo müssen wir jetzt hin, ey? Alter, ist die weit weg. Hey! Das ist mein Pferd! Man kann nichts stehlen, was schon gestohlen wurde, Meret. So. Irgendjemand scheint hier zu wohnen. Hier hat Raliset. Unsere Ausrüstung und die Ausrüstung sagt ja, grade uns ab. Oh, ein bisschen Leben mehr. Ein bisschen Nahkampf mehr. So. Hier hat Raliset geschlafen. Geschützt vor den Sandstürmen. Die Lotusblume der Wiedergeburt. Die hat sie sicher nicht ohne Grund gepflückt. Ein Brief. Er trägt das Symbol der Schlange. Khaliset arbeitet mit dem Orden zusammen. Und sie wissen nicht, dass sie Kieselglas für sich behalten hat. Was wäre das Risiko wert, den Orden zu täuschen? Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Khaliset. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Sie darf mich nicht kriegen!
Bitte! Warum sollte sie eines ihrer tollen Tiere einsperren? Hilfe! Hilf mir! Bitte! Oh. Ich will nicht sterben! Sie darf mich nicht kriegen! Ich will nicht sterben! Schlag ihn gleich selber tot. Cheops Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Lul, 2000 Erfahrung, ey. Soll ich ihn verprügeln? Oh, Feyelemone! Okay, dann. Im nächsten Part wieder zurück und in die Pyramide rein oder so. Dann sehen wir uns bei der Pyramide im nächsten Part. Ciao, Leute.